Vielen Dank für die Reaktionen mit Kommentaren und Fragen auf mein Fieber-Video. Ich werde gleich darauf eingehen. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Eine Frage betrifft die Fieberdauer. Dass Kinder häufiger über 40 Grad fiebern, ist mal nun eine Tatsache und deshalb ist es wichtig, dass Sie gelernt haben, dass allein die Zahl auf dem Thermometer von 39,9 oder mehr als 40 Grad kein Grund für Panik sein sollte. Und je nachdem, was die Ursache für das Fieber ist, kann es auch mal länger dauern. Zum Beispiel bei einer Mundfäule. Da kann das hohe Fieber auch mal eine Woche und länger gehen, ohne dass eine ursächliche Therapie möglich ist. Und dann muss und kann der kindliche Körper das auch aushalten. Klar muss infolgedessen auch über einen längeren Zeitpunkt bei Bedarf immer wieder die Gabe eines Fieberschmerzmittels in Betracht gezogen werden, damit das Kind einigermaßen trinkt und schlafen kann. Das ist dann eben so und ist auch nicht schlimm, solange auf die Tageshöchstdosis geachtet wird. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass von größter Bedeutung für die Beurteilung von Fieber die Ursache für das Fieber ist. Eine normale Erkrankung, die meistens von Viren ausgelöst wird, benötigt 3 bis 4 Tage Fieber, um vom Körper in den Griff bekommen zu werden. Ist die Fieberursache nicht klar, muss spätestens am 4. Tag Fieber eine ärztliche Untersuchung stattfinden, um möglicherweise den Fiebergrund ausfindig zu machen und eine gezielte Therapie einzuleiten. Fieber zu senken ist immer nur eine rein symptomatische Maßnahme. Sie bewirkt für ein paar wenige Stunden eine Linderung der Symptome. Sie kann und muss deshalb aber auch manchmal, wie bei der Mundfäule, über längere Zeit gegeben werden. Infekterbrechen. Ein Kommentar berichtet von einem Kind, was wegen Infekterbrechen schon bei niedrigem Fieber immer ein Fiebermittel braucht, um das Erbrechen zu stoppen. Infekterbrechen bedeutet, dass ein Infekt, egal ob Erkältung, Mittelohr- oder Blasenentzündung, Erbrechen als ein Begleitsymptom auslöst. Das kann tatsächlich sehr lästig sein und zur Gefahr des Austrocknens führen. Wenn nun ein Fiebermittel bewirken kann, dass das Erbrechen aufhört, dann erfüllt es ja einen guten Zweck. Ein Versuch zur Fiebersenkung mit Wadenwickel, wenn die Beine warm sind, würde zeigen, ob es tatsächlich nur das Fieber ist, das zum Erbrechen führt, oder ob eben auch andere Wirkungen des Fiebermittels das Erbrechen stoppen, wie zum Beispiel die antiinflammatorischen oder die antiphlogistischen Wirkungen, also die gegen die Begleitsymptome des Körpers bei der Krankheitsbekämpfung gerichteten Wirkungen des Fiebermittels. Fieberwahn. Es wird gefragt, wie mit den unangenehmen Fieberfolgen wie Fieberwahn, Halluzinationen und Angstzuständen mit Schreien bei Kindern umzugehen ist. Nun, es gibt einfach Kinder, die diese Eigenschaften haben. Das ist wie bei dem nächtlichen Schreikrampf, dem Pavor nocturnus oder dem Fieberkrampf. Ein paar wenige Prozent aller Kinder haben diese Eigenschaften. Und die Eltern müssen lernen, damit klarzukommen, weil sie nicht einfach wegzauberbar sind. Das Senken des hohen Fiebers führt bei diesen betroffenen Kindern schon für ein paar wenige Stunden dazu, dass sie nicht halluzinieren oder panikartig schreien. Aber wenn das Fieber wieder steigt, muss dennoch wieder damit gerechnet werden. Eine Medizin oder Maßnahme, die das dauerhaft verhindern würde, gibt es einfach nicht. Also gibt es von mir nur den Tipp, beim Kind zu bleiben und mit ihm zusammen diese Phasen durchstehen. Fieberkrampf. Ist der Fieberkrampfanfall das gleiche wie ein epileptischer Krampfanfall? Meine Antwort ist ein Jein. Ja, ein Fieberkrampfanfall sieht genauso aus wie ein epileptischer Krampfanfall. Und nein, er ist dennoch nicht das gleiche. Die Neigung zu Krampfanfällen bei einer Epilepsie bestehen ein Leben lang. Und es wird deshalb versucht, sie mit der täglichen Einnahme von antiepileptischen Medikamenten möglichst dauerhaft zu verhindern. Fieberkrämpfe dagegen
gibt es nur bei Kleinkindern und hören im Grundschulalter in der Regel von alleine auf. Das EEG, die Elektroenzephalographie, also die Ableitung der Hirnströme, von Fieberkrampfkindern ist genauso normal wie bei Nicht-Fieberkrampfkindern. Bei Epileptikern aber ist das EEG auffällig. Falls Sie es noch nicht getan haben, empfehle ich Ihnen sehr, mein Video über den Fieberkrampf anzuschauen, denn Wissen vertreibt unnötige Ängste.